Hi, mein Name ist Marco Lorenz und in diesem Video möchte ich dir zeigen, wie ich 360 Grad Audioaufnahmen für Frequenzen und geführte Meditationen produziere. Also meine lieben Freunde, wir sind jetzt hier irgendwo im Wald, und zwar nicht irgendwo, sondern an der Grenze bei der Tschechischen Republik in einem riesengroßen Wald. Da bin ich mit dem Auto auf einer Forststraße so ungefähr 1,5 Kilometer tief reingefahren und dann noch hier diesen Weg entlang. Also hier gibt es wirklich nichts, keine Straßen, keine Bevölkerung, gar nichts. Denn wie du vielleicht weißt, ich bin schon seit längerem unterwegs, um für dich 360 Grad Audioaufnahmen aufzunehmen, die sich hochgradig realistisch anhören. Und ich habe selber gemerkt, das ist gar nicht so einfach. Ja? Einmal ist es zu viel Wind, einmal ist es zu kalt. Und vor allem die Stelle zu finden, wo man keine Autos hört, wo keine Leute spazieren gehen, ist wirklich sehr, sehr schwer. Und ich bin zum Entschluss gekommen, weit weg von allem. Ja? Und auch hier musste ich mehrmals herkommen, denn zu verschiedenen Uhrzeiten, zu verschiedenen Tagen, ist einfach alles anders. Ja. Auch heute ist vielleicht, wie man hört, ein Wind, und dafür habe ich eine Lösung, und zwar das hier. Das ist ein Schutz gegen Wind. Ich zeige es dir. Zuerst ist es wichtig, und zwar wir nehmen ja das, also warum mache ich das Ganze eigentlich? Und zwar möchte für dich die beste Experience im Brain with 3D machen. Ja. Und dazu ist es notwendig, verschiedene Sachen, wenn du eine geführte Meditation hörst, wenn du irgendwo hingehst, dass das alles sich echt anhört, dass das Gehirn weiß, wow, okay, da passiert wirklich was. Ja? Und da habe ich am Anfang mit so Loops gearbeitet, und ich habe mir auch auf YouTube viele, zum Beispiel so Vogelgezwitscher oder Regen und so weiter, angehört. Und wenn man die raus exportiert und sich dann in so ein Programm aufmacht, sieht man, dass es immer nur so ein 2-3 Minuten Loop ist, der sich dann nach ein paar Minuten immer wieder wiederholt. Ja. Und das ist eigentlich aus meiner Sichtweise eine komplette Verarschung. Und ich möchte das nicht in diesem Stil machen, sondern das Ganze muss schon, wenn man sich eine ganze Stunde Vogelgezwitscher anhört, dann sollte es auch eine Stunde Vogelgezwitscher sein. Ja. Und warum eigentlich? Weil wenn man sich nur so Vogelgezwitscher anhört, zum Beispiel, was nur 2 Minuten lang geht, ja, und du bist jetzt im Wald und hast erst eine Entspannungsmusik und eine Frequenz dazu, dann hast du halt mit so 2 Minuten Vogelgezwitscher-Loop, das fällt dir vielleicht nicht auf, aber deinem Unterbewusstsein, deinem Gehirn fällt das sehr wohl auf, dass sich das wieder loopt, und dann wird das fürs Unterbewusstsein uninteressant, ja, und dann passiert nichts, ja. Und die Idee ist folgende, dass man eine wirkliche Stunde aufnimmt, so wie sie wirklich ist. Weil dann hast du nicht immer nur dieselben Vögel, die zur selben Zeit, zum Beispiel diejenigen, die sich mit Musik beschäftigen, die hören das, ja. Die hören, jetzt fängt der Loop wieder von vorne an, ja. Und die Idee von mir war es, dass man wirklich eine ganze Stunde aufnimmt, so wie sie wirklich ist. Das heißt, du hörst dann irgendwo bei Minute 34 wieder ein Adler irgendwo ist, wie da vorne eine Eule ist, wie da in ein Reh vorbeifliegt, dann kommen immer Bienen und so weiter. Also es passiert konstant etwas, so wie es natürlich auch passieren würde. Und das im Vergleich zu einem 2-Minuten-Loop ist natürlich was ganz anderes. Und der Unterschied fürs Gehirn ist, dass das Gehirn nicht weiß, was jetzt kommt. Also es ist eine totale, reale Experience. Und fürs Unterbewusstsein kommt man dann in diesen Modus so, es wird aufregend, es wird interessant, weil das, was du jetzt hörst, ist nicht das, was sich immer wiederholt, sondern es ist etwas, was passiert. Ja? Und das erzeugt im Gehirn eine Dissoziation. Das heißt, man fokussiert sich nicht mehr so, wieder dasselbe und ich warte mal und loop mich durch, ne? Sondern im Gehirn passiert halt die Dissoziation, dass das Gehirn in den Modus geht, hey, was kommt jetzt als nächstes? Und dieses Aufregende, dieses Abenteuer wird aktiviert, und dadurch wirkt die Frequenz viel intensiver, wenn man sich auf andere Dinge fokussiert, was kommt wo jetzt und was kommt von wann, wann kommt jetzt der Wind und so weiter, anstatt, es kommt immer dasselbe, uninteressant, und dann fängt man zum Nachdenken an, ja? Und das Ganze ist eben das, warum ich das tue, und ich mache das anders als alle anderen, und zwar, ich habe hier ein Rode, ein Profi-Mikrofon. Das wird verwendet für Virtual Reality, das kostet ein Vermögen, und das wird hier eben aufgebaut im Wald mit diesem Zoom H6 Player.
Das hat vier Spuren und das Ganze wird aufgenommen eben in Virtual Reality. Ich will jetzt gar nicht so viel in die technischen Details reingehen, weil es interessiert dich im Grunde ja eh nicht, sondern das Endergebnis. Auf jeden Fall, hier wird das Ganze aufgenommen in höchste Qualität gespeichert. Und das hier, es passiert mir etwas ganz Interessantes, was noch passiert. Und zwar, ich nehme einmal nicht nur von diesem Gerät hier auf, sondern das wird hier zugemacht, weil der Schlüssel ist, um das wirklich real aufzunehmen, dass man eben das Mikrofon abtrennt von jeglichen Räumlichkeiten, dass das Mikrofon in einem Luftraum drin ist. Und dann muss man nämlich sowas drüber stülpen, ja? Das ist so ein Windschutz. Und der wirkt nämlich nur, wenn da eben so ein Luftraum dazwischen ist, ja. Weil alle, die das so machen, wenn man das zum Beispiel so aufnimmt wie hier, was ich natürlich nicht mache, wenn man das hier so aufnehmen würde, dann würde man später nur Wind hören, so und so ein Rauschen von irgendwo, und dann wird das ganz schlecht sein, ja. Also man kann das komplett schmeißen auf gut Deutsch, ja. Und hier kommt natürlich auch sowas drüber. Und was ich halt tue, ist, ich habe hier ein Zoom VR 360 Grad Aufnahme und hier eine Rode VR 360 Grad Aufnahme, und beide haben einen anderen Effekt. Ja? Also beide hören sich komplett unterschiedlich an. Und was ganz interessant ist, ich lege nämlich später beide VR Spuren zusammen. Ja? Das heißt, man hört später Vögel aus zwei verschiedenen 360 Grad Virtual Reality Audioaufnahmegeräten. Ja? Plus, ich habe hier noch ein Aufnahmegerät, und zwar das hier. Das ist ein Richtmikrofon von Electro Voice, das RE20, wird für Radiosender verwendet zum Sprechen, und das wird auch irgendwo justiert und nimmt das Ganze auch so auf. Das heißt, ich habe eigentlich hier vier Spuren, hier vier Spuren und hier eine Monospur, und das wird dann zusammengelegt in Virtual Reality, ja, und in 360 Grad, und das hört sich nämlich ganz, ganz anders an. Also wir nehmen alles gleichzeitig auf und haben verschiedene Positionen. Das heißt, das Gehirn hört nicht einfach nur Vogelgezwitscher. Vielleicht für diejenigen, die sich nicht so gut auskennen, die werden sagen, ja, ist nur Vogelgezwitscher, aber für das Gehirn, da passiert was anderes, weil man hört 360 Grad von der Position, 360 Grad von der Position. Und im Studio, in der Post-Production, wird das zusammengelegt zu einem Raum, aber aus zwei verschiedenen Perspektiven plus eine dritte Perspektive, die einfach nur das hier aufnimmt, was ganz leise gemacht wird, ja, um die Vögel nochmal rauszuholen und so weiter. Und das macht nämlich im Gehirn eine komplett andere Experience. Ja. Und die erste Frequenz, wo ich das einbauen werde, wird die G13 sein. Plus die neue Morning Night Meditation, die jetzt bald in MDR erscheint. Plus natürlich alle anderen, die werden jetzt mit dieser Spur abgegradet. Ja? Und das ist auch der Grund, warum ich die Silber- und Gold-Memberschaft eingebaut habe, weil da wird halt immer optimiert und immer die neue Experimente gemacht, die halt einfach anders sind, als andere das tun. Ja? Und was ich noch tue, ist, ich tue bald eine eigene Frequenz erstellen für Meditation Guru, für den YouTube-Kanal, also nicht nur eine, sondern sehr viele, wo ich natürlich diese ganzen Technologien mit einbaue. Und natürlich ist das nicht einfach nur eine Sache, die wir hier machen, sondern eine andere Sache kommt auch noch dazu. Und zwar von Soundman gibt es hier noch etwas Interessantes. Ich will jetzt gar nicht das Ganze ausklappen, aber es gibt hier noch eigene Virtual Reality Kopfhörer. Also nicht die, die ich in meinem letzten Video verwendet habe, das sind einfach nur so zum Testen, wie sich was wo anhört. Und dann komme ich natürlich mit diesem Profi-Equipment, ich zeige es dir vielleicht kurz. So, da ist hier diese Box, ja, von Soundman, ja, OKM, Professional Mikrofon für Virtual Reality, aber in Bewegung. So, und was wir mit denen tun ist, wir nehmen hier eine Umgebung auf von diesem Wald, ja, in Virtual Reality aus dieser Technologie. Und dann, wenn natürlich jetzt so eine geführte Meditation kommt und man geht durch den Wald, dann kommen andere Kopfhörer zustande, die werden dann mit diesem Mikrofon aufgenommen und auf dieses Gerät hier wird das raufgespielt in natürlich einer sehr, sehr hohen Qualität. Und dann heißt es zum Beispiel, du gehst jetzt irgendwo hin und auf der linken Seite ist ein Bach. Und du gehst zu diesem Bach. Und dann wird das natürlich so aufgenommen, dass man auch wirklich geht. Man hört die Schritte
Und gleichzeitig hört man aber im Hintergrund das hier, dieses Virtual Reality und aber die Bewegung, wie du von da darüber gehst. Und diese Vögel, die da sind, werden hier natürlich auch in 360 Grad aufgenommen. Das heißt, du hörst einmal das Ganze mit der Technologie im Hintergrund und mit der Technologie die Bewegung durch denselben Raum. Und dann hörst du natürlich vorne das Wasser, wie das Wasser von da darüber fließt und wie du dann hingehst, wie du dich bückst und wie du das Wasser dann klarer hörst, von rechts nach links fließen. Und dann gehst du den Weg entlang und du hörst dann das Wasser nur noch auf der linken Seite, wie es fließt vom Bach runter und solche Sachen. Das wird mit denen aufgenommen. Ja. So, und das ist halt das, was wir hier tun. Und das ist natürlich sehr, sehr viel Aufwand. Das ist also für eine so eine Tonaufnahme für die Vögel habe ich jetzt in Summe, bis es wirklich professionell geworden ist, 1 bis 2 Wochen gebraucht. Und bis jetzt ist noch keine dabei, wo man sagen kann, perfekter Ort, perfekter Wind und so weiter. Das heißt, es wird noch viel damit gearbeitet. Und natürlich werden nicht nur Vögel aufgenommen, sondern alle möglichen Naturgeräusche und was es halt alles so gibt, wie man jetzt zum Beispiel hört. Das ist halt alles echt, ne? Und das ist halt das, was ich euch bieten möchte in Brainwave 3D. Und der Preis wird sich bei den Frequenzen nicht ändern, nur wegen dem, ja? Sondern ich möchte einfach das Maximale für euch hier rausholen. Ja? Jetzt habe ich euch einfach ein bisschen mitgenommen in meine Arbeit. Und ich bin gespannt, was du davon hältst, was du von der Technologie hältst, vor allem wenn es fertig ist. Mich würde interessieren, was du zu diesem ganzen Thema Virtual Reality 360 Grad Audio Realismus in einer geführten Meditation findest. Schreib es mir unter diesem Video als Kommentar hinein, würde mich richtig freuen. Und wie gesagt, freu dich auf G13, das wird wirklich ein kleiner Durchbruch, vor allem was das Audio angeht. Ja. Also bis zum nächsten Video. Ciao.